Ich komm aber nicht rüber, hilf mir! Spring rüber, Sibyl, spring! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, wo bin ich? Das ist ja dunkel hier, ich kriege Angst. Das willkommen, ist Let's Play. Willkommen zu einer neuen Folge, ah, das ist echt voll dunkel. Das ist Let's Play Slenderman. Ist das bei euch auch so dunkel? Ja. Ach du Scheiße, die Zuschauer, die sehen noch gar nichts. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von, oh, das ist geil, so sehen die uns nicht, so sehen wir uns nicht, so können wir uns aus dem Weg gehen. What the fuck? Ja, also können wir Pornos drehen. Genau. Willkommen zu einer neuen Folge von Ace of Spades. Der letzten Folge wohl bemerkt, weil danach kommt noch das Best of und dann ist Ace of Spades auch vom Tisch gekehrt und das war meiner, den ich gerade abgeschossen habe. Ja, du hast auf mich geschossen. Ach so! Du Clown. Ja, wie gesagt, letzte Folge. Deswegen genieß es nochmal. Mit dabei habe ich heute den Daniel und den Easy. Easy. Irgendwie bin ich immer dabei. Diese dumme Sau. Nein, du warst schon so lange nicht mehr dabei. Also so ist es so übel. Ich war zwei Folgen vielleicht nicht da. Junge, der mich erschreckt. Aua. Ja, zwei Folgen. Die Folgen, die kommen ja auch immer nur wöchentlich bei mir. Also von dem her. Bei mir kommen sie jeden Tag. Aber bin ich froh, wenn ich das erstmal fertig habe. Und dann das Best-of nochmal, das wird auch nochmal anstrengend, da nochmal lustige Stellen rauszuschneiden. Und Alter, du musst dir 100 Parts davon geben. Nee, ich schneide nur das Lustigste vorne mal weg und so. Und dann endlich ist ein bisschen mehr Platz für andere Spiele. Gott sei Dank, also das ging jetzt auch mittlerweile, wie lange ging das? Ich kann immer so ein kleines Fazit abgeben, über ein Jahr, fast sogar zwei. Ja, es hat mich die ganze Zeit mit begleitet, doch es längst auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe kein Spiel oder kein LP, wo 100 Folgen hat. Und da bin ich auch relativ. Ich bin da wirklich eigentlich auch mehr oder weniger schon stolz drauf. Und es waren so viele Leute einfach immer mit dabei. Es ist so übel. Bestimmt 300 Leute oder so. LOL. Was denn? Hä? Wie hat der das gemacht? Und nochmal hier zum guten Abschluss, einmal nochmal Hallway, ne, so eine gute alte Standard-Map von Ace of Spades. Und wie die Lust auf das Spiel ist, die vergeht irgendwie nie, finde ich. Also ich hab immer noch Bock auf das Spiel. Wer backt Alter. Hier die ganze Zeit rum? Das ist ja geil. Simi, du kennst doch am Anfang die, diese Dinger, wo, diese orangenen Dinger. Von wem die kann, die kannst du irgendwie runterfahren lassen und wenn du dann da drauf gehst, kannst du dich selbst hochfahren lassen. Wie geht es? Keine Ahnung, du musst entweder auf den roten oder grünen Knopf boxen. Boxen? Jetzt halt nur noch wir beide Team. Ey, ich krieg die ganze Zeit einen Headshot von irgendeinem Spast oder so. Wo die? Jetzt mal ohne Spaß, Alter, das ist noch einer. Mann, verpisst euch doch einfach alle. Ich will an die knabbern, Simi. Boah, ey, ich spawne, die laufen die ganze Zeit hier in unserer Base kommen. Ah, mit dem roten Knopf, wenn du da drauf schlägst, geht's runter. Wenn du den grünen... Ach so, ich seh's gerade. Auf den grünen geht's nach oben. Das ist ja... Geht's auch wieder runter? Das
Der eine war fast unbesiegbar. Ey, ist das geil. Das ist ja echt, also das... Hallo. Das kenne ich ja noch gar nicht so. Also, ich sehe das wirklich erst zum ersten Mal sowas. Dass das, ja, das dass, ist das, cool. Dass das auch funktioniert. Also, guck, Leute, ist das nicht episch? Ist das nicht cool? Ich bin mal neuer Team, ne? Das ist echt geil, also... Gut, da haben wir mal zum, zum Abschluss des Spiels nochmal was Neues gesehen. Geht nicht schlecht auf jeden Fall. Alter, das ist voll geil. Ich wollte das vorhin schon abbauen. Nicht schlecht. Da ist eine Biro-LP. Da hinten ist eine Biro-LP. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, eine Biro-LP. Nenn mich nicht. Eine Biro-LP. Eine Biro-LP. Nein. Hallo. Warte, ich camp mal so ein bisschen mit bei dir. Warte, jetzt kommt der Baumeister. Bob. Oh, ich verpasst. Super, duper, yo, yo, geil. Yo, yo, yo. Alter, wir sind voll die ekelhaften Camper. Scheiß drauf. Das ist so richtig. Ich hab Döner. Das ist so richtig. Schöner. Das ist so richtig geil. Hallo. Wir sind richtig geil, sind wir. Daniel. Wir sind richtig geil. Vor allem die treffen uns. Runter. Vor allem die treffen uns auch gar nicht. Hallo. Vor allem die treffen uns auch gar nicht. Voll die Noobs. Warte, komm rüber. Mann. Können wir mal an die Ferse gehen? Wow, da war einer neben dir gerade. Ja. Ich hab's bemerkt. Warte. Nimm die Granate. Man hat hier auch Regeneration auf dem Server. Das ist ja richtig lustig. Warte, ich gucke gerade drauf. Echt? Boah, hinter mir, Hilfe! Boah. Nee, ich krieg keine Regeneration. Komm schon! Doch, ich werd regeneriert. Keine Ahnung, ich war da noch nicht angekommen. Boah, wir sind so geil. Wir sind so geil, sind wir. Du kannst rüberkommen. Schnell, 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 schnell. Oh, oh, ach, oh. Mama. Aua, jetzt bin ich gestorben. Nein! Nein, ich bin auch verreckt! Also wie viele sind da unten? Da kriegt man, hat man gar keine Chance mehr. Warte, ich fahr mit. Ich renne jetzt mal unten lang. Dann. Nigger, stole my bike. Nigger, stole my bike. Ich find's immer sehr komisch und rassistisch. Wir haben immer, wenn ich am Arbeiten bin, dann wollen die mir immer, die alten Leute wollen mir immer das Geld geben und sagen immer, hier ist ein bisschen, ein bisschen Kleingeld. Nee, nicht Kleingeld, Bespende, sondern für die Armen. Hier ist ein bisschen Indianergeld oder so, sagen die, oder Afrikageld, irgendwie sowas. Alter, was für Rassist. Voll die Rassisten, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Hier ist ein bisschen Indianergeld. Ja, hier ist Geld für die Armen, hätte ich gesagt. Hier, guck mal, ein bisschen hier. Kannst du dir einen Lolli von kaufen oder so, hier. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Ich hab den einen Tag, wir waren in einem Café, ne, mit der Familie. So ein bisschen, ich mit meinem Onkel, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und dann habe ich den erstmal ein bisschen Trinkgeld gegeben. Den Kellner irgendwie 1 Cent oder 2 Cent oder so. Habe ich gesagt, passt so. Ich als Kellner hätte dich niedergeboxt dafür, für so eine Beleidigung. Hallo, die hat ja nicht nachgezählt. Ich habe nur gesagt, passt so. Scheiße, ich war noch nicht fertig. Ich hätte dich dafür trotzdem unten gebracht. Stell dir mal vor, du arme Kreatur, bist ein Kellner und kriegst 2 Cent. Geil. Hätte ich mich gefreut. Nein, 2 Cent, was kann ich mir davon alles kaufen? Ja, besser als nix. Ich meine, Geld ist doch Geld und ich meine... Geld ist fast wertlos. Wenn du Pfandflaschen abgibst, kriegst du auch ein bisschen Geld zurück. Ein bisschen, was kannst du dir davon großartig holen? Hey, ich pack im Aufzug fest. Ja, ein Lolli, oder? Du kannst dich ja auch nicht bewegen, während du hochfährst. Oh. That's a Plugin, my friend. That's a Plugin. Jetzt gibt's ja schon bei Ace of Spades Plugins, also das ist ja mal... Ja. Das kam aber auch sehr spät, Simi. Die haben ja dafür fast 3 Jahre gebraucht für Plugins. Die sollen sich mal was schämen, die Scripter und Coder. Nicht mal das können sie. Erst nach 3 Jahren
Haben die das mal gelernt? Ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen schwerer oder so. Ich esse mal eine Heidelbeere. Nein, da gibt's viel schwerere Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, code mal was für, keine Ahnung. Oh, Heidelbeeren sind so lecker. Ich esse die mal so, alle machen die daraus irgendwelche, weiß ich nicht was, und ich esse die mal gleich so. Ich hab ja mal von meiner Oma früher Erdbeeren geklaut und alles und so und Himbeeren. Oha, Simi ist ein Dieb. Simi ist ein Dieb. Merkt euch Leute, kein Vorbild. Ach, es bleibt in der Familie mehr oder weniger. Ja, Klaus bis zum Heidelbeeren oder Johannisbeeren. Bis zum Ausscheiden. Kackst das raus. Eiskalt und deine Oma sammelt es dann so auf. Dann tue ich sie aus der Toilette fischen und wieder Oma geben. Oh, ihr seid doch ja, ekelhaft. Oma, hier sind die Heiden. Das sind voll die Camper da oben. Da unten. Ja, Alter, ich sterb durch irgendwas, dass sie mir nicht mal Geld geben wollen. Was mögen ihr von den Beeren am liebsten? Oh, ich bin noch Erdbeeren stehen, die sind auch voll. Nackte Beeren. Voll lecker. Erdbeeren oder Heidelbeeren, ja, oder. Erdbeeren. Ich mag Himbeeren oder Brombeeren, die sind auch lecker. Ich mag Tittenbeeren. Aua. Von deiner Mutter? Ja, lutsch ich direkt dran, weißt du doch. Ach übrigens, Grüße an Daniels Mutter. Wenn du das Video zu siehst. Guck kein YouTube. Ich glaube, sollte sie auch nicht tun. Nee. Die wird dir dann einen Roundhouse-Kick geben. Nee, dir nicht mir. Doch, die schlägt dich kaputt. Die macht dich dann auch. Die macht dich dann auch einen YouTube-Kanal. Ja, let's mom. Hallo, hier ist wieder eure let's mom. Heute wird Cooking Mama gezockt. Alter, ich kill mich schon selbst. Ey, was ist das denn hier jetzt hier? Nibiru LP killt Nibiru LP Grenade. Also ich baue hier uns hier vorne schon eine kleine Base. Wir brauchen keine Base. Wir brauchen Geld. Söldner brauchen wir. Halleluja. Oh, Alter, der kriegt Funk jetzt. Halleluja. Was singt schon wieder, Simi? Da kriegt man ja Ohrenkrämpfe. Ich bin der neue Sänger. Bin geil. Du bist kein Sänger. Alter, ich habe gerade zwei Stück mit einer Granate getötet. Bin ich nicht. Du wirst geschwängert, Semi. Was willst du denn jetzt schon wieder? Du wirst geschwängert von einem Baumstamm. Alter, das ist geil. Wie schnell der ging. Alle tun einfach nach oben fahren. Ja, ich fahr auch gerade, ne? Nibiru LP, ich bin rechts von dir. Links. Rechts. Oh, rechts bist du von mir. Rechts! Ich komme aber nicht rüber, hilf mir! Spring rüber, Simi! Spring! Komm, spring! Wie der ist gleich runter. Und der ist unten aufgekommen. Hier ist noch ein Fahrstuhl frei! Das muss mal mit Musik. Hier ist noch ein Fahrstuhl frei! Das mache ich ins, also davor noch. Dann wird das so episch. Habt ihr eine geile epische Musik? Und dann mache ich die davor, so vors Intro und so. Spring, ja, Semi, ja, spring! Ja. Was GLP Eis macht. Ja. Dieses. Dubstep Intro. Nein, doch nicht den Scheiß. Was ist daran episch? Episch! Nicht sterben. Ich gehe vor, bevor ich gehe. Zweifach. Nie lauen. Stirb nicht, was ich mache. Am Arsch. So. Da hinten. Oh. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Lang genug, glaub 15 Minuten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das war die letzte epische Folge von Ace of Spades. Das wär's dann gewesen, in der nächsten Woche irgendwann oder so, gibt's dann nochmal das Best-of, wenn ich Lust und Zeit dazu habe. Daniel, warte auf mich! Alter, beinahe hätte ich nur einen getötet. Das war's dann halt, ne? Ich hoffe, es hat euch allgemein so gefallen, das ganze Let's Play. Es ging ja auch wirklich ein bisschen länger. Wenn ihr die alten Folgen noch nicht angeguckt habt, dann könnt ihr das gerne mal nachholen, wenn ihr Bock habt. Und,
Ja, gut. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Das, ich muss zum Spiel nochmal sagen, war eigentlich relativ geil. Also wirklich ein gutes Spiel. Könnt ihr auch mal zocken, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao.